Liebe Freunde der Sonne, hätte ich beinahe gesagt, die hier gerade so schief reinscheint. Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, ich melde mich heute mal außerhalb der Reihe. Ja, weil ich ein bisschen Werbung machen möchte für eine Veranstaltung, das auch nicht so ganz uneigennützig. Und zwar geht es um eine Modellbahnausstellung in Meuselwitz. Wer nicht weiß, wo Meuselwitz liegt, das ist mit Altenburg zusammen so ziemlich der östlichste Zipfel von Thüringen. Also wer da ringsrum wohnt und am 10. und 11. Oktober, also von jetzt an übernächstes Wochenende, wer da Zeit hat und Lust hat, der möge da bitte mal vorbeikommen. Ja, ich mache das auch nicht so ganz uneigennützig, weil ich werde dort als Aussteller anwesend sein. Ich hatte es ja schon immer mal erwähnt, dass ich so auf kleineren Ausstellungen immer mal das Begrasen vorführe. Na, also ich war da schon mal in Güsen und dann war ich in Wurzen, glaube ich, zweimal. Und ja, Wurzen werden wir sicher auch noch mal machen. Also das, wir haben jetzt, glaube ich, diese Woche Ausstellung, aber dieses Wochenende, da könnt ihr übrigens auch hinfahren nach Wurzen. Das werde ich aber nicht in Reihe kriegen, da schnell noch was zu machen, weil ich mich eigentlich auf nächste Woche vorbereiten muss. Also um wieder zurück zum Text zu kommen. ich will dort wieder das Begrasen vorführen und will das einfach mal auf einer größeren Ausstellung mal ausprobieren, wie das so angenommen wird und naja, auch mal wieder, also ich habe jetzt keine Anlage zum Ausstellen, ich brauche einfach immer mal so ein bisschen Ausstellungsflair, ne? Also nicht nur als jetzt Besucher, sondern auch als jemand, der dort ausstellt. Mal davon abgesehen, dass ich mich ja auch ein bisschen präsentieren will als Boisenthalbahn und das wird da, ja, auch, dass ich auch in eigener Sache ein bisschen Werbung machen kann. Und ja, also es wäre sehr schön, wenn er da vorbeikommt. Also wenn es irgendwie möglich ist. Ich weiß immer, einer meiner treuesten Fans, der wird sicher nicht vorbeikommen, weil der viele tausend Kilometer entfernt wohnt. Hallo Gerd. Ja, aber ansonsten, wer da näher dran wohnt, kommt ruhig mal vorbei, sprecht mich an am Stand, ne? Und da können wir vielleicht ein bisschen quatschen über dies und das und was uns gerade so einfällt. Und ja, ne, in dem Sinne, schönen Abend noch, schönes Wochenende. Es naht ja jetzt bald, heute ist Donnerstag. Und schöne Woche und dann eine schöne Ausstellung in Meuselwitz. Ne? Macht was draus. Ja, und damit es heute nicht nur Quasselvideo wird, gibt es noch ein paar Modellbahnbilder. Hier, das ist ein Bahnhof, der jetzt hier nach Leipzig gekommen ist, für den Fremo, den wir einsetzen wollen, also bei unserem nächsten Fremo-Treffen und auch in Zukunft, der hier dann auch elektrifiziert werden soll. Na, heute haben wir uns erstmal hingesetzt und haben uns Gedanken gemacht, wie es hier weitergeht und haben uns vor allem mal um das Thema BW gekümmert. Ja, ein BW ist natürlich ganz wichtig, weil das soll dann so eine Art Systemwechselbahnhof sein, na, also wo die elektrifizierte Strecke endet. Das heißt also ganz wichtig, wir brauchen eine Drehscheibe, in dem auch mal eine Schnellzuglok gedreht werden kann. Da gibt es hier die Drehscheibe von Rocco, die wir aber sicher auch noch ein bisschen anpassen und umbauen. Ja, das BW selber wird also eher bescheiden sein. Also es wird keinen Ringlokschuppen geben, sondern nur einen zweiständigen Lokschuppen und aber eben Behandlungsanlagen. Und da kommen wir von einer Seite hier über diese Dreiwegweiche rein, die also ein Selbstbau ist, die wurde also schon hier mit dem Bahnhof mitgeliefert und sollte da eigentlich an einer anderen Stelle eingebaut werden und die findet also jetzt hier den Platz im BW.
Ja, da sind wir schon fast am Ende schon wieder. Es gibt jetzt noch zwei Eloxe zu sehen mit Sound. Damit möchte ich das Video für heute beschließen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend noch und macht was draus und denkt über einen Besuch in Meuselwitz nach.